ist eine neue Woche, die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Nicht so unbedingt überraschend in Los Angeles. Und ich wäre schon wieder so richtig in der Stimmung, um mich an den Strand zu hauen, zu essen und gar nichts zu machen. Aber so geht es natürlich nicht. Wir müssen jetzt unser Programm hier ein bisschen umstellen, beziehungsweise das gar nicht erst einreißen lassen, weil hier in Los Angeles sind alle so durchtrainiert und so perfekt irgendwie, da dürfen wir mit unserer Schwabblerei, das kommt hier nicht gut an. Das heißt, wir fahren jetzt in den Supermarkt und kaufen nur gesundes Zeug, weil ich leider die Selbstbeherrschung eines Hundewelpen habe, vor dem ein Stückchen Salami auf den Boden gefallen ist. Also wenn was Ungesundes im Haus ist, dann esse ich das. Es dürfen also nur gesunde Sachen da sein, damit ich überhaupt es in Betracht ziehe, diese zu essen. Das ist also Punkt 1. Und Punkt 2 ist, morgen suchen wir uns sofort einen, ja, weiß auch nicht, so einen Fitnessclub oder irgendwas, wo ich auf jeden Fall hingehe und mich sportlich betätige. Sonst würde ja das gar nichts mehr mit mir. Ha, es macht alles keinen Spaß, aber es muss halt sein. Ja, gehen wir's an. Wie ist das hier? Total cool, ne? Supermarkt. Oh, hier gibt's da Sachen, die wir nicht haben dürfen. Aber die sehen so gut aus. Du weißt es ganz genau. Ja. Salat. Mehr Salat. 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 Obst. Ja. Hier gibt's Eis von Weight Watchers. Ich frage mich, ob wir dafür eine Ausnahme machen würden. Ach komm schon! Okay. Abgepackte Bohnen. Bohnen. Sellerie. Bohnen und Sellerie. Ja, wenn das keinen Spaß macht, weiß ich es auch nicht. Schatzi? Ich verstehe dich ja, aber das ist völlig gegen unseren neuen Ernährungsplan. Schatzi, nein. Nein, das können wir nicht behalten. Es tut mir sehr leid. Hey, Riesenkühlschrank voller völlig langweiliger Sachen. Und nein, ich kann nicht mit der Lüge leben, dass das Spaß gemacht hätte. Oh mein Gott, jetzt muss ich euch mal kurz was erzählen, das darf man eigentlich gar nicht mehr erzählen. Ihr erinnert euch an das wichtige erste Presse-Event, von dem ich im letzten Video-Diary erzählt habe, weil ich mich so über die Einladung gefreut habe? Okay, erstens, es ist nicht am Mittwoch, morgen, es ist am Dienstag, heute. Das ist mir überhaupt nur aufgefallen, weil ich gerade das erste Mal wirklich die Einladung gelesen habe. Weil ich mich über den Dresscode informieren wollte und gut vorbereitet sein wollte und so. Richtig schlimm ist aber nicht, dass das jetzt schon ein paar Stunden ist. Richtig schlimm ist, dass mir aufgefallen ist, das Ganze heißt Heads on Film. Das Motto ist also Heads. Hüte. Und jetzt dürft ihr mal raten, wie viele Hüte ich so in meinem Gepäck für Los Angeles mit dabei hatte. Keinen. Und dann dürft ihr noch raten, wie viele Hüte ich so generell fürs Los Angeles Budget eingeplant hatte. Keinen. Tja, wie kann man denn jetzt auch sowas machen, wo man doch eigentlich heutzutage überall ständig Hüte braucht? Okay, ich versuche wirklich gerade nicht durchzudrehen. Oh, es ist schwer. Unterm Strich stehen zwei Sachen. Das Motto ist Hüte und man kann das Veranstaltungsmotto nicht ignorieren. Das wäre respektlos und unprofessionell. Dann kann man halt nicht hingehen. Nicht hingehen kann ich aber auch wiederum nicht, weil ich unbedingt dahin muss, um die Leute von der Agentur zu treffen, bei der ich ja unbedingt aufgenommen werden will. Jetzt habe ich also ein paar Stunden, um den Hut für umsonst aufzutreiben. Und vor allem muss ich lernen, Dinge genau durchzulesen. Das ist ja wirklich peinlich.
Das ist peinlich. Das sind Fehler, die ich mir eigentlich echt nicht erlauben kann. So, es sieht folgendermaßen aus. Ich habe jetzt ein bisschen rumgegoogelt und erstaunlicherweise bin ich scheinbar nicht die einzige Frau in Los Angeles, die mich ständig an Hüte denkt, denn es gibt nur ganz wenig Plätze, die Hüte verkaufen. Aber es gibt eine Frau, eine Designerin, die heißt Louise Green und die ist hier die Hutgöttin. Ich habe gerade ihre Homepage angeguckt, die hat so tolle Sachen, mein Gott, und unbezahlbar, unbezahlbar. Aber jetzt bleibt uns nur noch Trick 17. In Deutschland ist es ja so, dass mich schon ein paar Leute kennen und deswegen kriege ich die meisten Sachen für einen roten Teppich oder für Fotoshoots geschenkt oder zumindest geliehen. Da würde ich jetzt hier noch nicht drauf wetten. Aber es ist die einzige Option, einfach anzurufen und zu fragen. Mir ist es ehrlich gesagt extrem unangenehm und ich glaube, sie werden auch einfach Nein sagen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich anderes tun soll. Also muss man auch ab und zu mal, muss man es einfach machen. Ah, es klingelt. Geht schon gar keiner. Yeah, hi, my name is Sarah. Sounds good. We will be there in an hour. Thanks a lot. Yeah, I know it's pretty spontaneous, but hey, you know, that's just show business. You get an invitation and then you just have to run. Okay, thanks. Bye. Wir dürfen vorbeikommen und ich soll dann nochmal erklären, worum es genau geht. Und ich soll mein Kleid mitbringen. Und habe ich gerade wirklich am Telefon gesagt, well, that's just show business. Oh. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Atelier dieser berühmten Hutdesignerin und ich habe wirklich, wirklich Schiss, dass die sich in letzter Sekunde anders überlegt, weil ich nicht berühmt genug bin oder irgendwas, dass sie mir einer dieser sauteuren Hüte jetzt einfach mitgibt. Aber ich gehe einfach rein und tue so, als wäre es eine Selbstverständlichkeit und tue so, als wäre ich ganz arg selbstbewusst. Und dann wird es schon hinhauen, weil ohne Hut keine Veranstaltung. Oh wow, das sieht hier alles sehr schick aus. Oh mein Gott. Spannend und gut und die Leute waren so besonders irgendwie alle. Ich kam mir fast ein bisschen farblos vor, aber ich habe es mir nicht anmerken lassen. Und ich glaube, ich habe da heute Abend echt einen ganz guten Job gemacht.
Ich habe viele Visitenkarten verteilt, ganz viele bekommen, habe mit zwei ganz tollen Leuten Business Lunch nächste Woche und ich bin ein bisschen stolz. Aber ich bin auch echt froh, wieder zu Hause zu sein, weil das war für mich innerlich sehr anstrengend alles, weil ich halt schon nervös war und noch nicht so recht meinen Platz da gefunden habe. Aber es ist alles gut. Ich bin happy. Ich bin glücklich. Ja, und der Hut? Der Hut war ein toller Begleiter für heute Abend. Ich bin froh, wenn ich ihn morgen sicher wieder zur Designerin zurückgebracht habe und alles mit ihm in Ordnung ist und ich ihn nicht bezahlen muss. Ansonsten, der Hut, das bin noch nicht so wirklich ich. Ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, als wäre ich irgendwie so einem Rosamunde-Pilcher-Film entsprungen und würde jetzt dann gleich irgendeinen Lord auf sein Landgut zum Spaziergang besuchen. Ja, oder halt Prinz William heiraten. Also ich denke, das Huttragen spare ich mir für ein paar Höhepunkte meines Lebens auf und ansonsten eher jetzt nicht so. Jetzt gehe ich zu meinem kleinen Männchen ins Wohnzimmer und wir schauen noch ein bisschen Fernsehen und dann gehen wir schlafen. Und ich werde gut schlafen. Hallo! Also, es ist jetzt gerade Freitagmorgen und das Video Diary endet diese Woche schon hier. Denn es ist Oscar Weekend. Und Oscar Weekend heißt für mich, dass ich die nächsten 3 Tage konstant von einem Brunch, Lunch, Dinner, Stehempfang, was auch immer, zum nächsten renne und mich dabei 100-mal umziehen werde und nicht mal die Zeit habe, das zu Hause zu tun, sondern meine ganzen Outfits in meinem Kofferraum mit mir rumfahre. Nichtsdestotrotz bin ich unglaublich motiviert. Ich bin so dankbar für jedes Event, auf das man mich eingeladen hat, für jedes Essen, bei dem sich jetzt jemand die Zeit nimmt, mit mir zu sprechen. Und ich glaube, das wird alles richtig gut laufen. Ich habe mich bis zum Letzten vorbereitet. Also ich bin schon übermotiviert für das Ganze, glaube ich. Und ich glaube, ich habe auch mittlerweile in den letzten 10 Jahren gelernt, wie man das dann zu präsentieren hat. Also ich bin zuversichtlich. Leider kann ich euch nicht mitnehmen, denn es ist tatsächlich so, dass einem hier bei allen wichtigen Veranstaltungen alles, was irgendwie Videos oder Bilder machen kann, am Eingang abgenommen wird und man es erst wieder zurückbekommt, wenn man die Veranstaltung verlässt. Damit halt nichts irgendwie an die Presse gerät oder sonst was, security-mäßig, ach, keine Ahnung, blöd. Naja, aber es ist, wie es ist und ich soll mich ja auch darauf konzentrieren, in den richtigen Momenten da zu sein und präsent zu sein und genau das Richtige zu sagen. Denn es gibt hier nie eine zweite Chance. Und wenn ich dann da stehe mit meinem iPhone und filme, könnte das auch eventuell ein bisschen komisch kommen. Natürlich habe ich mich auch diese Woche ums Visum gekümmert und es läuft auch gut, es ist alles auf dem Weg. Aber ich dachte, dass das 3-minütige Medley von mir telefonierend in allen Lebenslagen vom letzten Video wirklich genug für euch war, um euch vorstellen zu können, wie das so aussieht, wenn man sich hier um Visum bemüht. Extrem spannend. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich es sehr zu schätzen weiß, dass da draußen so viele Menschen sind, die mir bei meiner Mission hier folgen, weil ihr wirklich wollt, dass das für mich funktioniert und weil es euch interessiert. Ich weiß das zu schätzen. Ich freue mich über jedes Like bei Facebook, über jeden Follower bei Twitter, über jeden Klick auf den Videos, über jeden Kommentar, über jedes kleine Like, über jede E-Mail, weil manchmal, wenn ich dann so ein bisschen das Selbstbewusstsein hier verliere, dann tut es mir verdammt gut zu wissen, dass so viele da sind, die dabei sind, irgendwie. Und für alle die, die mir hier folgen, weil sie darauf warten, dass ich es nicht schaffe, ich hoffe, ihr habt ganz viel Zeit.